Moin Jungs, da bin ich wieder und zwar heute mit dem ersten Paintshop auf meinem Kanal. Ja, ihr habt richtig gehört, der erste Paintshop, den ich raushau, weil Ghost Talk hat die Lackierung so gefeiert. Der Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung, er macht auch geile GTA-Videos, aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob es wirklich der Ghost Talk war, wenn nicht. Und am Ende von dem Video zeige ich euch noch die Location, wo zwei getunte Straßenfahrzeuge spawnen. Und zwar einmal der Canis Kalahari und der BF Surfer. Also der VW-Bulli, der jetzt im Hintergrund auch steht. Yeah. Aha. Oh, ich bekomme gerade einen Anruf. Moment. Ach, der Leitstand. Da gehe ich jetzt nicht hin. Keine Zeit. Ich muss jetzt nach Los Santos Customs fahren. So, nach ein paar verkehrstechnischen Turbulenzen sind wir endlich in Los Santos Customs angekommen. Dann zeige ich euch gerade mal meinen absoluten Lieblings-Paintshop. So, jetzt müssen wir noch kurz warten. So, jetzt erstmal reparieren. Danach gehen wir jetzt erstmal auf Lackierungen. So. Wir fangen erstmal mit der Sekundärfarbe an. Spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ich mache es halt einfach nur aus Gewohnheit. Jetzt nehmen wir die Farbe Mitternachtsblau. Gehen dann zurück auf Primärfarbe. Nehmen da auch matt Mitternachtsblau natürlich. Und jetzt habt ihr natürlich noch den Perleffekt noch nicht freigeschalten. Und deswegen geht ihr jetzt einfach auf Metallic. Einfach in die Lackierung rein, fahrt ein bisschen nach oben, nach unten, nichts machen. Und geht dann wieder raus aus dem Menü und kauft euch irgendwas. Eine Federung oder Getriebe, Turbo, Reifen, Fenster, scheißegal. Ich mache einfach jetzt Nummernschild, das ist das günstigste. Aber im Prinzip ist ja egal, was ihr kauft. Hauptsache irgendwas kaufen. So, jetzt kaufen wir das gerade mal und dann gehen wir wieder zurück auf Lackierungen, auf Primärfarbe und dann habt ihr den Perleffekt. Zack. Und dann gehen wir runter auf Limettengrün. Wo ist denn da? Na? Da. Da haben wir es für 20.000 ein Schnäppchen. Ja, das war's mit der Lackierung. Ich fahre jetzt gleich mal raus, um es euch zu zeigen. So, jetzt schaut es euch mal an. Also jetzt sieht es doch ein bisschen unspektakulär aus, aber ich fahre jetzt mal ein bisschen in die Sonne, damit ihr es euch mal genau anschauen könnt, ne? Boah, Hammer. Hammer. Der Wahnsinn. So, schön langsam, damit nichts passiert. Hammer, oder? Also das ist meine absolut Lieblingslackierung. Und ich nenne die The Bear ist Sprinterschlüssel. So, die Lackierung nenne ich so. Wenn ihr euch fragt, warum ich die so nenne, keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts Blöderes ein für eine Lackierung. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so übel. Ja, ja, die Jungs aus der Zacke. So, so. Ja, auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt mal im nächsten Step, wo ihr den Kalahari und den BF Surfer bekommen könnt. Also, einen Moment, ich mache jetzt kurz einen Cut. Yeah. Aha. So, und in diesem Step zeige ich euch gerade mal, wo die zwei getunten Straßenfahrzeuge spawnen. Zwar links hier den Kalahari und eins weiter schon der BF Surfer. Dort ist es halt wichtig, dass es nach Sonnenuntergang ist und noch vor 24 Uhr. Also ich habe es wirklich mit sämtlichen Autos versucht oder probiert, mit Straßenfahrzeugen oder sonstigen Autos. Irgendwie wollen die zwei Fahrzeuge nur spawnen, wenn ich dort mit dem T20 hinfahre. Ich zeige euch gerade mal die Location. Hier auf der Karte. Und es spielt auch keine Rolle, ob ihr jetzt in einer geschlossenen Solo-Sitzung seid oder in einer offenen Lobby. Also die spawnen wirklich, ja, immer, wenn man mit dem T20 dahin fährt, in einer gewissen Uhrzeit. Also so um 21 bis 22 Uhr, heißt das Gefühl, spawnen die immer. Und den gibt es einmal in Gelb und, ja, es ist kein richtiges Chrom, glaube ich, sondern so gebürstetes Stahl. Und der spawnt auch in lila Babyblau oder sowas. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass der BF Surfer nur einmal pro Abend spawnt. Das heißt, ihr könnt entweder bis zum nächsten Abend warten, damit er wieder spawnt. Oder ihr wechselt, so wie in meinem Fall, ganz, ganz, ganz schnell die Sitzung und probiert es dann erneut. Und in meinem Fall hat es natürlich geklappt. Und dann könnt ihr nochmal da runterfahren und eigentlich, ja, alles gleich machen.
auch wieder mit dem T20, ja, versuchen dort hinzufahren, vielleicht noch von einem LKW mitgenommen zu werden. Es ist ganz wichtig, dass ihr genau von diesem LKW erwischt werdet, damit dieser BF-Surfer in Lila spawnt. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, ihr fährt dann nochmal runter zum Strand. Ihr habt gerade eben die Sitzung gewechselt. Und ja, das funktioniert super. Und ihr seht schon im Hintergrund, da ist jetzt ein Lila gespawnt. Hammer, oder? Also er spawnt, glaube ich, in drei verschiedenen Farben. In grün habe ich ihn auch schon gesehen und in gelb und in lila-blau. Da hat er so den meisten Verkaufswert, falls ihr den wirklich, ja, nur zum Verkaufen nehmen wollt. Also wenn ihr den zum Verkaufen nehmen wollt, macht es halt Sinn, wenn ihr da irgendwie durch irgendeine Mission oder sonst irgendwas da spawnt und eh gerade in der Gegenzeit und es zufällig um die Uhrzeit ist, dann könnt ihr da hinfahren und ja, das Auto nehmen und verkaufen. Aber ich habe es jetzt nicht gemacht, um Geld zu machen, sondern ich habe es gemacht, weil ich das Auto einfach geil finde. Was mir dabei auch noch aufgefallen ist, dass wenn Matze 80 auf dem Server ist, dass der einfach das Auto kaputt cheatet. So wie in diesem Fall. Und dann ist das Auto auch nicht mehr verfügbar. Ich hatte schon ein bisschen Schiss, dass er vielleicht auch noch meinen BF Surfer kaputt cheatet, aber ich konnte zum Glück noch einsteigen. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, war ein bisschen unterhaltsam. Ist halt mal wieder was, oder mal wieder, also, ne? War auf jeden Fall mal ein anderes Video als sonst. Ich grüße meinen Arbeitskollegen, ne? Ja, mehr gibt's auch gar nicht mehr zu sagen. So, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao, ciao.